Ich dachte, ich nehme euch kurz mal mit in der Einführung, wenn ihr die Demo schon gespielt habt, können wir hier erstmal starten. Vorweg wollte ich noch sagen, Dankeschön, herzlichen Dank für die neuen Abonnenten und auch für die ganzen Likes, wer mich dann unterstützt und so. Und für alle, die hier auch zugucken, wünsche ich dir einen wunderschönen guten Tag heute. Ja, und für die Demo auch fertig gespielt habt und jetzt denkt, hä, ich muss noch mal von vorne spielen, aber ich habe das doch in der Demo, da stand doch, man kann nach der Demo dann weiterspielen. Schnell auf Bonus klicken und dann steht da Bonusgegenstände für gespeicherte Daten. Gespeicherte Daten für die Bonusgegenstände auf deiner PlayStation 5 Konsole werden überprüft. Für gespeicherte Daten von Final Fantasy Rebirth Demo auf deiner PlayStation 5 Konsole erhältst du das Accessoire Kupo Talisman und ein nützliches Set für Abenteurer. Wenn du schicksalshafte Missionen im Nibelgebirge abgeschlossen hast, kannst du diesen Teil im Hauptspiel überspringen. Für gespeicherte Daten von Final Fantasy Remake, PlayStation 4 System oder 5 Konsole erhältst du die Beschwörer-Materia Leviathan. Für gespeicherte Daten von FF7R Episode Intermission auf deiner PlayStation 5 erhältst du die Beschwörer-Materia Ramu. Ich habe aber vom PC die Intermission. Das ist ja, das doch. Naja, okay, gut. Wir werden wahrscheinlich die Leviathan ankriegen. Mal gucken, ob ich sie nicht runtergeschmissen habe. Spielstände überprüfen. Das macht ihr dann und dann geht das. Es wurden gespeicherte Daten von Final Fantasy Rebirth Demo gefunden. Öffne im Hauptmenü unter System das Menü DLC und Bonusgegenstände, um das Accessoire Kupo Talisman und das Abenteuer-Set entgegenzunehmen. Cool. Machen wir denn in-game. Es wurden gespeicherte Daten für den Abschluss von der schicksalshaften Mission im Nibelheimgebirge gefunden. Wenn du das Spiel mit neues Spiel startest, kannst du die Untersuchung des Makroreaktors Kapitel 1 überspringen. Spielstand von Final Fantasy VII Remake gefunden. Öffne das Hauptmenü und System und DLC und Bonusgegenstände wie davor auch, um Leviathan entgegenzunehmen. Ja, nur die Intermission habe ich für den PC und naja. Kriegen wir die Ramu nicht. Was? Okay, wir können das jetzt überspringen, ja? Bei neues Spiel starten. Standardeinstellungen. Bestimmte Soundeffekte über den Lautsprecher des Wireless-Controller absprechen. Schwierigkeitsgrad normal. Aktiv. Die Frage ist jetzt, wo wir das überspringen. Ja? Beeil dich, Cloud. Das hatten wir ja schon. Wir berichten live von der Schnellstraße. Hier sieht man das volle Ausmaß der Zerstörung. Gebäude liegen in Schutt und Asche und Teile der Straße sind eingestürzt. Jetzt kommt was Neues. Aus den Trümmern steigt Rauch auf. Es ist, als würde man vor riesigen Scheiterhaufen stehen. Midgar sieht sich einer bisher beispiellosen Bedrohung ausgesetzt. Die Reaktorexplosion. Der Einsturz der... Der Einsturz der Platte von Sektor 7. Und jetzt ein plötzlicher Wirbelsturm über der Schnellstraße, der von Sektor 0 bis Sektor 2 große Schäden hinterlassen hat. Alter, das waren wir im ersten Teil. Der Bürgermeister und die Stadtverwaltung in Übereinstimmung mit Shinra erklärten, geht auch diese Zerstörung auf das Konto von Avalanche. Es handelt sich dabei um eine neuartige Kriegsführung durch Wettermanipulation. Auch Wutai könne in den Anschlag verwickelt sein. Man setze die Ermittlungen fort. Ach, so rumdrehen die das jetzt. Guten Anschlag. Das war nicht schön dran selber. Also gut eigentlich, ja. Hin und wieder.
Da war Stamp auf dem Plakat. Oh, endlich fängt's an. Ich freue mich. Shinra Electric Power Company. Ja, Platte ist zusammengestürzt. So sieht das in der Stadt aus. Und wir? Sind wir jetzt in einer anderen Zeit oder sowas? Ich meine, da ist Zack und Cloud. Also, wer den das alte Final Fantasy 7 gespielt hat, ist doch Zack einfach eigentlich gestorben, oder nicht? Also er existiert da nicht mehr. Und jetzt Final Fantasy 7 Rebirth. Okay, Zack trägt Cloud nach Hause. Sieht sich einer bisher beispiellosen Bedrohung ausgesetzt. Die Reaktorexplosion. Der Einsturz der Platte von Sektor 7. Dieser Sturm hat hier eine ganz schöne Verwüstung angerichtet. Soll wohl irgendwas explodiert sein? Da war doch bestimmt der Wind dran schuld. Die Katastrophen reißen einfach nicht ab, was? Angehörige von Shinras Garde untersuchen weiterhin die eingestürzte Schnellstraße. Ein Verdächtiger scheint geflohen. Ein Ex-Soldat. Er trägt ein Panzerschwert. Womöglich lebt er noch. Wiederhole. Potenziell flüchtiger Ex-Soldat mit einem Panzerschwert. Hey, da vorne! Was ist denn jetzt mit Panzerschwert? Oh. Hä, Barrel? Wurden überlebt. Kiefer? Hä, wir sind... Film schnell was anderes. Wir sind doch in der Parallelwelt, oder nicht? Hier ist ein was? Ruf das Rettungsteam! Die Zielperson wurde gewarnt! Wir bringen sie per Hubschrauber raus! Red auch? Beeilung! Wir heben ab! Aerith? Hey! Schluss damit! Der Helikopter ist ab! Schwenkt nach Pedro festzufliegen! Verdammt! Jetzt reicht's aber! Kurios, wir sehen Cloud und Zack. Dafür sind die anderen, wir wissen es nicht, was für einen Gemütszustand die haben. Die kennen wir ja auch, die Reporterin oder die... Sorry, pass mal kurz auf den auf. Wird nicht lang dauern. Und keine Sorge, bloß eine Markovergiftung. Die falsche Aussagen verbreitet oder so, gezielt oder ja, manchmal auch die richtigen. Jetzt Zack hinter Aerith hinterher. Red bringt er zum Absturz. Und jetzt spielen wir Zack. Hä? Aber am Ende vom Remake waren wir doch mit Cloud draußen, oder nicht? Also ich freue mich, dass es losgeht. Hier nochmal herzlich willkommen zu Final Fantasy VII Remake. Anscheinend spielen wir Zack und wir, ja. Sollen. Gehen wir dann zu denen hin, oder? Lass mal schnell in die Einstellungen. Ich wollte in die Einstellung spionieren kurz. Kann ich nicht. Gut, dann gehen wir so weiter. Ich wollte eigentlich ein bisschen leiser die Musik und das andere lauter machen, aber wir können auch nicht angreifen. Ich drücke alle Tasten, ne? Wir können nur sprinten. Ich bin so baff wie ihr. Was für Angriffe von Avalanche? Hä? Und warum spiele ich weg?
Alles okay? Ja, das frage ich mich auch. Ist hier bei uns alles okay? DF. Das Spiel fängt schon an und ich habe... Seht, ein Panzerschwert. Ein Panzerschwert, okay. Vielleicht ist es auch die... Für euch ist das bestimmt super so, ne? Die Sounds, hoffentlich. Ich hoffe es. Los! Yay, wir kriegen Verstärkung, hä? Okay. Zack ist erstmal anders drauf. Rastet hier einmal aus. Na los, greif an! Sorry! Aber der spielt sich fast so wie Cloud. Hat ein bisschen schnelleres Movement, aber wahrscheinlich erfahrener. Hä? Ich kapiere aber gerade null, ich bin so sprachlos wie ihr alle. So, was passiert hier? Lebt Erwis noch? Komm, wir nehmen sie mit. Und was mit den anderen? Hier, Red, nimm Red auch mit. Vielen besten Dank. Red ist dabei draufgegangen, oder was? Hä? Nein, lass sie ihn doch nicht zurück. Also... Dann sind wir geliefert. Jammert nicht rum. Sucht sie. Ja, sie suchen Aerith. Auf jeden Fall. Aber... Ich verstehe das nicht. Ja, ich auch nicht. Was ist hier los? Aerith. Ich bin zurück. Ja, bis jetzt. Warum fängt das denn so an, Mann? Mann. Gut, haben wir schon fast getrieben. Was ist jetzt mit Aerys? Was ist mit den anderen? Und warum? Na dann, lass mal hören. Dieser Sephiroth, was genau hast du mit dem eigentlich am Hut? Tifa, ist das okay für dich? Ja, ich denke schon. Erzähl ruhig alles. Es begann vor 5 Jahren. Ich war damals 16 Jahre alt. Als Soldat hatten wir kaum was zu tun. Und wenn, dann nur Sachen, die mich nicht wirklich interessieren. Bis ich auf einmal diesen einen Auftrag erhielt. Im Team mit dem Helden Sephiroth. Ich konnte mein Glück kaum fassen. Kapitel 1. Also das... Eigentlich haben wir das gespielt, aber jetzt zu überspringen ist auch doof, ne? Es gießt wie aus Kübel. Ich glaube, ich lasse drin, dafür mache ich ein paar mehr Parts. Wenn ich es schaffe. Ist alles klar? Geht schon. Sieht aber nicht so aus. Also, mir wird ja beim Fahren glücklicherweise nie schlecht. Bist du bereit? Klar doch, klar doch. Also, das mit der Demo finde ich jetzt... Laut. Ruhig Blut. Ist gar nicht so leicht. Kinder. Hey, wofür schickt man uns eigentlich diesmal raus? Hoffentlich nicht wieder so ein Turks-Quatsch. Das wäre echt hart. Ach ja.
Wofür bin ich denn jetzt Rang 1? Unverschämtheit, dass die den Krieg einfach so beendet haben. Ich konnte noch gar nicht zeigen, was ich drauf habe. Dabei will ich doch ein Held werden, so wie du. Wir werden einen alten Makoreaktor untersuchen. Also leider eher so ein Turks-Quatsch. Ach, was soll's. Besser als Däumchen drehen. Wo geht's hin? Nach Nibelheim. Das ist ja meine Heimat. Ungeheuer versperren den Weg! Los! Okay, das hatten wir ja schon in der Demo, ne? Aber ich glaube, ich werde das trotzdem mit reinpacken. Das sind dann die Parts danach, sonst wird das Let's Play vollkommen durcheinander sein. Das ist auch doof. Oder wieso machen wir so eine Demo? Und zwar eigentlich in der Demo den Anfang. Irgendwie gut, da sind wir jetzt überrascht worden, aber... Hä? Gut. So, Sephiroth. Eigentlich kennen wir das ja hier schon, ne? Zack. Ich wollte schon wieder einmal sagen, dass man das schon aus der Demo kann. Weil ich jetzt nicht sage, oh mein Gott, das kenne ich noch nicht. Aber die Demo habe ich ja auch hochgeladen, noch in letzter Minute. Sephiroth war eine das Klasse war für sich. Ja. Sephiroth. Ihr wolltet nach Nibelheim? Da wurde doch der erste Reaktor gebaut. Nicht? Hm. Ich weiß noch, es war im September. Mit dem Reaktor stimmte was nicht. Alle waren ziemlich besorgt. Und überall diese Ungeheuer. Sogar direkt um das Dorf herum. Damit fing es an. Die Nibelheimer waren damit überfordert. Also haben sie sich an Shinra gewandt. Und der Trupp, den man schickte, waren wir. Gut, dass wir das jetzt in der Demo hatten, da können wir das jetzt schnell durchmachen. Und wie fühlt es sich an? Nach all den Jahren wieder zu Hause. Als jemand ohne Heimat ist mir das fremd. Oh. Und deine Eltern? Meine Mutter hieß Genova. Sie starb kurz nach meiner Geburt. Mein Vater... Moment mal. Genova? Wie das Ding im Shinra-Gebäude? Ja. Dazu komme ich noch. Hm? Wozu erzähle ich das? Kommt. Weiter. Oh. Herzlich willkommen! Ich bin der Bürgermeister Sander. Welch eine große Ehre, dass man gleich den Helden Sephiroth geschickt hat. Nun dann, wenn ich bitten dürfte. Bis zum Abend bist du freigestellt. Sehr nett, wir sind freigestellt. Mit öffnet sich das Hauptmenü. Dort kannst du den Status deiner Charaktere oder dein Inventar überprüfen.
Das lese ich auch nicht mehr vor, war auch in der Demo, ne? Im Gelände kannst du, ja, das wissen wir alles schon. Kommt mit mir auf diese Reise. Ich werde auf jeden Fall das hier auch drin lassen und nicht überspringen. Wie ihr es überspringen könnt, habt ihr schon gesehen. Wahrscheinlich kann ich jetzt hier Start drücken und sagen, ich möchte das. Im Hauptmenü Pause, kannst du Fotomenü andingsen, ja, speichern und laden. Wir sollten einmal abspeichern. So. Ja, das soll cool hier. Kann ich bei irgendwas helfen? Was willst du helfen? Also, gut. Ja, das hier kennen wir. Ich finde das doof, dass die Demo so war, dass die was vom Spiel gezeigt hat, aber dann auch noch nicht alles. Weil wenn ich das jetzt hier überspringen würde, ne? Dann wäre das ja so gestückelt, dann müsste ich die Demo hier reinschneiden und das wäre auch doof. Wir machen das einmal durch. Ich versuche mehr zu rendern, damit schnellere Parts rauskommen, damit wir schneller über dieses Ziel hier hinauskommen. Vielleicht ist aber auch besser, so 20 Minuten Part zu machen. Nur mal meine Gedanken, damit ihr versteht, warum ich das dann jetzt hier nochmal spiele. Vielleicht kriegen wir noch ein paar Infos, die man sonst nicht gekriegt hat hier. Ich glaube eher nicht, aber der Anfang war schon krass mit Zack und sowas, ne, wo du denkst so, hä, was ist denn jetzt los? Was? Hä? Ja, das dachte ich mir nämlich auch so, hä, was denn jetzt? Was ist los? So, dann würde ich aber sagen, in den nächsten Part geht es dann hier weiter. Der erste Part war jetzt mit Zack und sowas, im nächsten geht es dann hier weiter, übernächsten auch und dann vielleicht noch ein und dann sollten wir aber aktuell sein. Vielleicht... Nicht vielleicht, ich versuche so viele Parts wie möglich, damit wir schnell an dem Punkt angekommen sind. Ich wünsche euch erstmal einen wunderschönen guten Tag noch. Wir sehen uns in der nächsten Episode und dann tschüss. Abonnieren nicht vergessen, wenn ihr nichts verpasst wollt. Tschüssi.